So, hallo Aston, herzlich willkommen hier in Kleingatter. Ja, die SGSK 2000 empfängt heute den Rückrundenmeister, den TSV Fedelbach. 9 Spiele, 8 Siege, ein Unentschieden letzte Woche gegen den SV Schluchtern. Hier bei der SGSK 2000 sieht es zurzeit nicht so gut aus, da fehlt ein bisschen das Glück. Vielleicht kommt sie heute. Dieses Event wird präsentiert von Preavaris, ihrem Leberfastenzentrum nach Dr. Worm in Schweigern-Niederhofen. Weitere Informationen unter www.preavaris.com. Mit freundlicher Unterstützung der Firmen CBC Castella Baukonzept, CIC Castella Immokonzept, ARTA, ihr Malerbetrieb, Hornung aus Heilbronn, Drive Allegiance, Premium Autopflegeprodukte und Fußball in BW. Hier gehen wir rein ins Spiel. Einwurf Stettenklein-Gerdach, die erste Möglichkeit in diesem Spiel. Nach 3 Minuten der Ball nochmal zurückgelegt. Und ein Fernschuss aus der zweiten Reihe. Aluminiumtreffer, richtig was geboten gleich in der dritten Spielminute. Ja, sieht schon mal gar nicht schlecht aus. Dann Eckball für den TSV Fedelbach. In Standardsituationen sind die stark. Schön reingelegt und dann hinten Marco Reglau völlig alleingelassen. Netzt hier ein zur Führung für den TSV Fedelbach. 0:1, das Ganze in der 13. Spielminute. Schauen wir uns nochmal an. Niemand zuständig für Reglau. Und da hat auch Simon Horn keine Chance. Marco Reglau, Entschuldigung. Aber noch haben die Hausherren hier genug Zeit, dieses Spiel hier nochmal zu drehen. Immerhin seit, ich glaube, knapp 2 Jahren ist man hier ungeschlagen in Kleingatter. Und es sollte natürlich auch heute bleiben. Aber der TSV Fedelbach bleibt dran. Simon Horn wird hier das erste Mal richtig getestet in der 26. Minute. Dann kann der Ball geklärt werden. Was geht los auf der anderen Seite? Schön geschickt hier Heidinger, aber der scheitert an Dennis Petrowski im Tor des TSV Fedelbach. Die anschließende Ecke, George Jakob gibt den Ball rein. Maurizio Hönicke und Serdan Bakacak lenkt ab. Der Ausgleich 1:1, 36. Spielminute. Stettenklein-Gerdach wieder dran hier. Hönicke rutscht der Ball ein bisschen ab, aber Serdan Bakacak macht das Ding hier zum Ausgleich. Ja, das gibt wieder ein bisschen Hoffnung, wie gesagt. Hier in Kleingatter läuft es doch dann unterm Strich immer wieder ein bisschen. Fernschuss und erneut Dennis Petrowski kann hier mit den Fingerspitzen den Ball zur Ecke leiten. Und auch hier schauen wir uns den Eckball nochmal an. George Jakob, nächste gute Möglichkeit. Ich glaube, es war erneut Yannick Heidinger. Ja, und so geht man dann mit einem 1:1 in die Pause. Durchaus gerecht dieser Spielstand. Spielerisch relativ wenig zu sehen. Alles, was heute kam, war eigentlich über Standards. 5 Minuten gespielt in der zweiten Halbzeit. Und erneut Simon Horn kann hier parieren gegen den eingewechselten Julian Krämer. Aber der TSV bleibt dran, kann sich hier gegen zwei Leute nicht wirklich durchsetzen, aber die kriegen den Ball hinten nicht raus. Und dann Simon Horn, ja, war eigentlich schon auf der anderen Ecke, aber kann auch hier glänzend parieren. Macht heute ein sehr, sehr gutes Spiel im Trikot von Stettenklein-Gerdach. Aber der TSV machte richtig Druck in dieser Phase. Nächste Möglichkeit hier durch Jens Schmidtgall. Aber der verzieht ein bisschen. In der 60. dann erneute Standardsituation für Fedelbach. Erstmal geklärt von Stettenklein-Gerdach. Die kriegen aber den Ball nicht weg. Und dann gute Möglichkeit. Glück für Stettenklein-Gerdach. Ja, jetzt geht es aber auf die andere Seite. George Jakob beim Freistoß auch wieder Standardsituation. Ball kommt durch und erneut Dennis Petrowski. Kleiner Reflex, Ball geht ans Knie und kann ihn so wegleiten. Aber Stettenklein-Gerdach jetzt mal ein bisschen spielbestimmter. 3 Minuten später, nächste gute Möglichkeit reingegeben. Aber dann, ja, vergeben diese sehr gute Möglichkeit. Eine Minute später schickt TSV Fedelbach dann seinen Stürmer. Aber der kann aus dem Lauf nicht gescheit abziehen und Ball auch noch abgelenkt. Und dementsprechend gab es einen Eckball, aber der brachte nichts ein. Dann haben wir hier so einen Zweikampf. Sören Holzwart wird nachgetreten. Holzwart schubt noch ein bisschen. Man rechnete mit zwei roten Karten. Aber der Schiedsrichter gab zum Schluss gelb für beide. Ja, ein bisschen unverständlich, weil das Nachtreten von
Michael Blondowski hätte durchaus rot geben können. Die 72. wieder Standardsituation. Schön Julian Krämer. Und dann der gerade eben hier fast rot bekommen hätte. Michael Blondowski macht hier die Führung. 1:2 Führung für den TSV Vedelbach. Aber schön gemacht auch hier von Julian Krämer. Und dann ja, war es gar nicht mehr sonderlich schwer für den Stürmer der Gäste. 1:2, 18 Minuten noch zu spielen hier in Kleingardach. Kurz drauf, Eckball und Doppelschlag. Julian Krämer, diesmal macht er es selber. 1:3, ja. Noch 13, 14 Minuten zu spielen plus die Nachspielzeit. Ja, 15 plus 3, also 18. Schön reingegeben und wieder ließ man ihn sträflich frei. Und da hatte Siebenhorn diesmal überhaupt keine Chance. Nächste Standard, 4 Tore, 4-mal Standard am heutigen Nachmittag. Ja, wir gehen schon rein in die 90. Das Spiel so langsam entschieden. Da nochmal ein Schuss von Oliver Schöne. Aber der brachte nichts ein. Dann nochmal Stetten-Klein-Gerdach im Gegenzug. Wieder bei Yannick Heidinger. In der Mitte geht Serdan Bakacak. Zudem kommt auch der Ball. Schöne Drehung, aber dann in die Arme von Denis Petrovski. Und so endet das Spiel zum Schluss. 1:3. Wir haben beide Trainer noch zum Interview. Die Interviews werden präsentiert von Drive Allegiance, Premium Autopflegeprodukte und professionelle Fahrzeugaufbereitung in Schweigern, Niederhofen. www.driveallegiance.de. Ja, 3:2 Auswärtssieg hier in Kleingardach bei mir, TSV-Trainer Martin Wörle. Ja, Martin, sag was dazu. Glückwunsch erstmal. Ja, danke. Wie erwartet, schweres Spiel. Wetter natürlich auch noch dazu beigetragen, obwohl Temperaturen hoch gewesen. Spiel haben wir uns gedacht, dass Stetten ja, da aggressiv auftreten wird. Ja, kam so und ich denke so die gesamte Spielzeit, zweite Halbzeit, haben wir uns dann doch durchsetzen können und im Endeffekt auch verdient dann das Spiel gedreht und das 3:1 dann nachher noch erzielt. Ihr seid die Könige der Standards, auch heute, glaube ich, alle 3 Tore über Standardsituation. Wusstest du eigentlich, dass hier Kleingardach seit 2 Jahren nicht mehr bezwungen wurde? Ja, ich habe es die Woche durch die Presse mitbekommen, aber sonst, ja. Natürlich für Kleingardach schade, aber unsere Serie hält. Ja, wollte gerade sagen, so, ihr seid eigentlich Rückrundenmeister, das sehe ich schon die ganze Zeit. Ich glaube, nach dem Sieg gegen Stetten Kleingardach ging es ab, seitdem habt ihr einmal unentschieden gespielt. Nach oben hin geht leider nichts mehr, oder habt ihr da noch ein bisschen was im Visier? So Relegationsplatz ist, glaube ich, noch so ein bisschen. Wir schauen gerade von Woche zu Woche, dass wir da die Punkte holen. Wichtig, trotzdem nach hinten absichern. Ja, sieht man, ist alles sehr ausgeglichen, da ist immer noch alles möglich. Aber jetzt gerade von Woche zu Woche genießen, die Punkte holen, ja, das ist das Ziel. Alles klar. Dankeschön, weiterhin viel Erfolg. Dankeschön. Ja, George, nach 2 Jahren Mythos Kleingardach, heute ist er gefallen. 3:1 Niederlage gegen Pfedelbach. Woran lag's? Gut, die Ausgangsbedingungen waren nicht die beste. Personell haben wir sehr viele Leute gehabt, die unserem Spiel gut tun. Ja, das war mal ein Punkt. Bei der Standardsituation, also ich kann es eigentlich ganz kurz machen. Es waren 3 Standardsituationen, wo immer mindestens einer geschlafen hat. Und da sind wir selber schuld. Ganz einfach. Ja, jetzt wird es langsam ein bisschen enger da unten irgendwo. Auf der anderen Seite, die ganze Tabelle ist ziemlich, ziemlich eng strikt, aber jetzt hast du 3 Punkte auf den Relegationsplatz. Ja. Was machst du? Wo setzt du an? Wo holt ihr die Punkte? Nächste Woche seid ihr in Convestheim, direkt mit Konkurrent. Genau. Da muss man gucken, dass wir endlich wieder Punkte, weil wir haben jetzt unentschieden gegen Schornbach, auch in der letzten Minute durch den Standard. Davor auch Fehler gemacht. Ja, und wenn du solche Fehler machst, kannst du halt in der Landesliga nicht bestehen. Dann das Spiel gegen Bräuningsweiler. Spielst 70 Minuten gut, führst. Dann kommt die Schiri-Unterbrechung. In der Unterbrechung haben wir, glaube ich, uns ein bisschen den Mund zu voll genommen, dass wir jetzt gewinnen. Und dann schlägt halt so eine Mannschaft wie Bräuningsweiler zu. Auch 2 katastrophale Fehler zum 1-1 und 2-1. Das hat sich heute so weitergezogen. Erstes Tor Standard, dann kommen wir selber durch den Standard nur zurück. Spielerisch ist uns heute auch nicht so viel eingefallen. Viel Angst dabei,
Langsam werden dann halt auch mal die Füße zittrig, wenn der Ball kommt. Und so war es kein schönes Fußballspiel, aber war jetzt auch nicht gerade ein Gegner, der spielerisch brilliert hat. Umso mehr wundert es mich, dass die so einen Tabelleplatz haben. Standard. Aber anscheinend reicht es, so Fußball zu spielen, nur lange Bälle zu klopfen und hinterher zu laufen. Ja, und dreimal Standardsituation, genauso hoher Ball in den Strafraum. Und da haben sie wohl die Qualität. Mhm. Alles klar, dann sage ich Dankeschön und ja. Hoffen wir, ihr fangt euch wieder und nächste Woche gegen Convestheim sieht alles ein bisschen besser aus. Ja, aber wir können nicht jede Woche sagen, nächste Woche und nächste Woche. Jetzt ja, klar, irgendwann muss man. Drei Wochen in Folge, weißt du, da steht es 1-1. Dann ist da eine Situation, wo für mich eigentlich klar der rote Karte ist für Pfedelbach. Du, man weiß zwei rote dann. Ja, wegen Schucker muss kein Rot geben, aber wegen Nachtreter muss Rot geben. Ja, dann die Freistoßentscheidung hier zum 2-1, wo unser Spieler das Kopfballding gewinnt. Das ist genau der Freistoß zum Tor. Deswegen, immer jede Woche. Vielleicht haben wir nächste Woche mal Glück. Das Glück erzwingen? Ja, vielleicht. Alles klar. Bis dahin. Ja. Ciao. Are you ready? Showtime.